Wer schleicht so spät durch das nächtliche Grau? Es ist der Garrett, die alte Sau. Sebastian, an dir ist ein echter Goethe verloren gegangen. Und hier sehen wir, um mal endlich aufs Spiel einzugehen, Thief von Eidos Montreal. Das sind die Herren, die auch Deus Ex schon zu einem Comeback verholfen haben. Und das Gleiche machen sie nun mit Thief, einer ebenfalls vom PC bekannten und sehr beliebten Serie. Das Ganze ist eine Neuerfindung des Schleichabenteuers und wir konnten das spielen, was ihr hier auch seht, einen der offenen Hub-Bereiche in der Stadt, die man frei erkunden kann und wo es einige Nebenaufgaben gibt, so diverse Klau- und Gaunerziele. Genau, es gibt also ähnlich wie auch in Dishonored, und das ist auch ein guter Punkt, das Spiel ähnelt dem Dishonored sehr, gibt es so freie Bereiche, wo man sich eben bewegt und rumschauen kann nach Extras und so weiter und dann eben auch Story-Missionen, die aber dann getrennt davon ablaufen. Wir konnten also keine Story-Missionen, sondern nur eben diesen frei begehbaren Hub spielen. Was mir sehr schnell auffiel, auch wenn es aussieht wie ein Mirror's Edge, also die Bewegungsanimation, es ist noch lange nicht so flexibel wie ein Mirror's Edge. Man muss, und das muss man auch recht bald lernen, man kann sich nicht überall bewegen und lang klettern und hochziehen. Wenn man das aber einmal gelernt hat, wo das geht und wo nicht, erkennt man, dass es eher so eine Art Hüpf- und Kletterpuzzle ist in der Stadt. Genau, also man hat da auch wieder eine Taste, die für so Freerunning zuständig ist. Es gibt also nicht einen Sprungknopf, sondern man hat, also bei uns war es mit der Schultertaste, wir haben es im Controller gespielt, eine Taste, mit der man eben dem Garrett sagen kann, den nächsten Vorsprung bitte überspringst du automatisch, renn jetzt mal los. Also und dann macht er das kontextsensitiv quasi automatisch. Jo. Was ich aber finde, hat nicht ganz so dolle funktioniert in der Version, die wir gezockt haben. Es ist so ein bisschen, man weiß manchmal nicht genau, komme ich hier hoch, komme ich hier nicht hoch, fällt dann runter und das ist alles noch ein bisschen unrund. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was gemacht wird, aber bis Februar 2014 sollte ja noch genug Zeit sein. Deutlich cooler fand ich das ganze Schleichen, weil das echt ganz geil funktioniert. Man sieht unten links die Anzeige, das ist jetzt gerade schwarz, dieser Ball in der Mitte, das ist wie so ein Auge und wenn das dann leuchtet, dann ist man gerade im Licht. Also sehr einfach, wie Schatten und Licht dargestellt werden und man hat so einen Knopf, den A-Knopf, das war der beim Controller zumindest, der für einen Swoop zuständig ist und man kann sich so ganz schnell zwischen diversen Dingen hin und her schwingen. Huschen vielleicht. Ja, das trifft. Eine Huschtaste, die fühlt sich wirklich sehr gut an. Und ich bin auch sehr froh, dass anfangs wirkte das Spiel auf mich etwas zu actionreich, was ich von Trailern und so gesehen habe. Aber das Schleichen spielt eine zentrale Rolle. Man kann zwar die Fokusenergie, ähnlich wie der Instinkt bei Hitman Absolution, man kann diese Energie nutzen, um Gegner besser auszuschalten oder eben zu sehen, wo es interessante Gegenstände gibt. Aber vor allen Dingen geht es darum, den Wachen auszuweichen, sie zu überlisten, sie abzulenken oder sie aus dem Dunkeln heraus K.O. zu schlagen. Und das tut man unter anderem auch mit den für Thief typischen Pfeilen. Es gibt zum Beispiel so Wassergeschosse, mit denen man dann eben Fackeln ausschießt, damit die Wachen nicht sehen. Es gibt auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel so einen neuen, der so Gas verschießt und dann eben die Wachen bewusstlos macht. Und dann kann man hier eben auch so Upgrades kaufen mit dem Gold, was man eingesammelt hat. Und da gibt es dann eben auch so Dinge wie zum Beispiel eben so eine Art Kneifzange, würde ich jetzt mal sagen, den Wirecutter. Mit dem kann man dann eben bestimmte Gerätschaften ausknipsen und dann eben auch Bereiche finden, die man sonst nicht finden würde. So ein bisschen wie bei Zelda. Neue Tools eröffnen neue Wege. Und hier sehen wir ganz kurz auch, wie der Kampf aussieht. Mit der Fokusenergie ist er in der Tat sehr einfach. Aber auch diese Energie ist begrenzt, genauso wie die Lebensenergie. Und die ist viel besser aufgehoben, wenn man zum Beispiel ein Schloss knacken will. Dann kann man die Fokusenergie nutzen und es von innen anschauen. Genau, ganz wichtig dazu ist nämlich auch, dass sowohl Lebens- als auch Fokusenergie sich nicht automatisch regenerieren, sondern man muss eben so Tränke nehmen und dadurch die eben wieder neu auffüllen. Das finde ich herrlich oldschool und das macht die Spannung auch gleich viel spannender. Ein Wahnsinns-Schlusswort für ein interessantes Spiel.